liebe Leute, hallo, hi. Es gibt nur eine Geschichte von mir passiert hier in Deutschland. Ich hatte einen Mann mir Auto überfallen. Und dann hat er genau diese solche Stelle mich gebracht. Ihr seht, das ist meistens ein ähnliches Prinzip. Ihr arbeitet viel mit Hebelwirkung. Ihr seht hinten, bin ich zu. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Mit diesem Video möchte ich ein neues Format einführen. Und zwar ist mir das Thema Survival und Überleben sehr wichtig. Es gibt einen bestimmten Grund für dieses Video. Und zwar aus aktuellem Anlass. Vor kurzem wurde ein 13-jähriges Mädchen auf dem Schulweg von ihrem Fahrrad gerissen, in den Wald verschleppt und gefesselt. Das Ganze mit Kabelbinder. Und weil viele nicht wissen, wie man aus Kabelbindern rauskommt, werde ich das heute erklären, weil ich mich seit mehreren Jahren mit dem Thema Entführung, vor allem Entführung im Kfz beschäftige. Und daher würde ich gerne meine These euch weitergeben, um solche Sachen einfach zu vermeiden. In Deutschland sind überwiegend die meisten Ausgänge von Entführungen per Lösegeld. Das heißt, über 60% kommen frei durch Lösegeld. Allerdings nur ein ganz, ganz geringer Teil durch Flucht. Das waren 3%. Um das ein bisschen zu erhöhen, gebe ich euch mal ein bisschen weiter. Deswegen bleibt dran, damit ihr lernt, wie man aus Kabelbindern entkommt. Bis gleich. So, jetzt beginnt die Ausbildung. Das heißt, immer wenn ich solche Themen mit euch bespreche, wechsle ich in den Ausbildermodus und habe die Maske an. Damit ihr eine genaue Trennung habt von meinem Content. Deswegen wechsle ich jetzt in den Ausbildermodus. Let's go. Es gibt üblicherweise genau zwei Methoden, wie man gefesselt wird. Entweder vorne, vor dem Körper oder hinter dem Körper. Genau für beide Varianten werde ich euch Lösungen anbieten. Und vor allem für Kinder ist das interessant, weil die wissen es gar nicht. Also falls ihr eine Tochter habt oder einen Sohn, schadet nicht, muss man üben. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit der vorderen Fixierung. Es gibt verschiedene Kabelbindertypen. Wir werden uns auch mit jedem Video steigern, was das Thema angeht. Aber es geht erstmal darum, dass ihr die Basics versteht. Fangen wir an mit so einem kleinen normalen. Damit würde ich immer am Anfang üben, bevor ich überhaupt in größere Kabelbinder-Alternativen wechsel. So, jetzt haben wir die Hände hier vorne. Das Erste, was ich immer machen würde, ist das Ganze fester ziehen. Jetzt ist es schon festgezogen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich stelle euch heute zwei vor. Das müsste erstmal reichen für den Anfang. Es gibt einmal die Methode, die stelle ich euch einfach so vor, indem ihr die Arme zurückzieht gegen euren Oberkörper, den Oberkörper nach vorne stülpt und das alles in einem mit so viel Kraft, wie ihr habt. Und zwar auseinanderdrücken. Okay, das ist auch interessant. Diesmal ist er nicht am Verschluss gebrochen, wie es normalerweise üblich ist, weil es die schwächste Stelle ist, sondern mitten im Kabelbinder. Auch interessant. Jetzt zeige ich euch das Ganze von der Seite. Wieder das gleiche Spiel. Habe ich schon im Fall gemacht. Man benötigt immer einen gewissen Grad an Kraft. Das dürft ihr nicht vergessen. Und Training. Jetzt kommen wir zur Methode 2.
die ist noch einfacher, vor allem für Anfänger. Dazu braucht ihr einfach euer Knie. Sollte es nicht fixiert sein. Wieder vorbereiten. So. Jetzt macht ihr ganz einfach am besten auf einer ebenen Fläche, damit ihr nicht hinfallt, den hier. Was habe ich gemacht? Ich habe die Hände nach vorne genommen und habe mit der Kraft meines Beines Druck ausgeübt und somit den Kabelbinder gesprengt. Das sind zwei Methoden, die man nutzen kann, wenn man vorne fixiert ist. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn ihr bis jetzt was gelernt habt, liked das Video. Ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich habe natürlich Begleitung. Du kannst mir auch gerne mal was zu deinen Erfahrungen in dem Bereich sagen. Ich würde sagen, liebe Leute, hallo, hi. Es gibt nur eine Geschichte von mir passiert hier in Deutschland. Ich hatte einen Mann mir Auto überfallen. Und dann hat er genau diese solche Stelle mich gebracht. Und da ist zum Glück nichts passiert. Ich habe dann Hilfe gerufen. Ich habe nicht vorne Auto gerannt, ich habe hinter Auto gerannt. Und er hat mir Leben mir gerettet. Und es ist kein Spaß. Es ist wirklich Realität, das passiert auch in Somalia, in Deutschland. Und müssen wir aufpassen. Also, danke. Es passiert, um es auch klarzustellen, es passiert jetzt nicht regelmäßig. Aber wenn es mal passiert, seid ihr vorbereitet. Das ist, mehr soll es auch nicht sein. Einfach eine Information, die nice to know ist. Genau. Weil da ein bisschen schwierig ist, wenn du alleine unterwegs bist da, und unerfahren bist, da kann immer was passieren, immer fach sein und immer nicht die Leute 100% nicht zulassen, dass da dir helfen, da konnte in die Augen gehen. Bitte. Also du meinst nicht zu sehr so den Leuten vertrauen. Vertrauen, genau. So, viel Spaß zu gucken. Danke. Jetzt kommt das üblichere, wenn man hinten fixiert ist. Das besprechen wir jetzt. Jetzt das Ganze mit der hinteren Variante. Ihr seht hinten, bin ich zu. Und jetzt komme ich raus. Ich werde jetzt meine Hüfte nach hinten schieben und meine Arme nach vorne ziehen. Mit viel Schwung und Kraft und die Arme und Gelenke auseinanderdrücken. Ihr seht, das ist meistens ein ähnliches Prinzip. Ihr arbeitet viel mit Hebelwirkung. Und das war es auch heute schon. Das waren jetzt die Basics. Wir werden uns natürlich weiter steigern. Aber das sind jetzt so die Grundkenntnisse, die wir aufbauen. Das Wichtige ist, vom Zusehen lernt man das nicht, man muss es auch üben. Das muss in Fleisch und Blut übergehen, damit man es auch anwenden kann. Wir haben heute gelernt, wie komme ich aus Kabelbindern raus, wenn ich vorne fixiert bin, wenn ich hinten fixiert bin. Hast du was aus dem Video gelernt, dann lass es mich wissen in den Kommentaren. Du kannst mir auch gerne deine eigenen Erfahrungen mitteilen. Wenn du Lust hast, mir auch Vorschläge für das nächste Video zu geben. Das ist hier ein Spezialformat, in dem geht es einfach nur darum, Wissen zu vermitteln in dem Bereich Entführung. Survival, Überleben und wir machen das natürlich smart. Also, gebt das, was ihr lernt, weiter, vor allem an Jüngere. Richtet sich auch primär an Frauen. Passt auf euch auf. Seid wachsam. Vorbereitet. Und handelt smart.